Hallo, jeder von uns kennt Cristiano Ronaldo. Wir haben ja bisher schon viele Tricks euch gezeigt. Beim Cristiano Ronaldo 1 und Cristiano Ronaldo 2 Trick, da geht es darum, dass ich nicht nur mit dem Körper oder mit den Füßen Tricks oder täusche, sondern dass ich auch mit dem Ball täusche. Das macht die Sache zwar schwierig, aber auch effektiv. Ronaldo 1, ich erkläre mal auch hier erstmal für die Rechtsfüßer, anschließend für die Linksfüßer. Ronaldo 1, wir stehen als Rechtsfüßer auf dem linken Fuß, rechte Innenseite, berührt den Ball. Jetzt hüpfe ich mit links nach links und lande auch auf den linken Fuß. Dabei ticke ich den Ball rüber, ohne dass ich den rechten Fuß absetze. Der Gegner macht die Bewegung mit, also ist rechts vorne frei und ich kann den Ball mit rechts vorne am Gegner vorbeilegen und vorbeilaufen. In einer Bewegung, etwas schneller, aber noch aus dem Stand. Innenseite, Fußball in der Luft, Außenseite mit. Für unsere Linksfüßer, die stehen auf dem rechten Fuß. Innenseite, Außenseite. Natürlich wollen wir das auch aus der Bewegung machen. Und dazu ist die dicke Bertha die ideale Gegnerin, gegen die ich dann auch eine Chance habe. Ich mache es mal vor, ich dribbel drauf zu. Innenseite, Außenseite, vorbei. Als für unsere Linksfüßer führe ich den drauf zu. Innenseite, Außenseite, ich gehe vorbei. Jetzt ist Bertha und auch andere Verteidiger lernfähig und machen die Bewegung nachher nicht immer mit. Und dafür eignet sich der Gegentrick, das ist Cristiano Ronaldo 2. Besteht aus Cristiano Ronaldo 1 plus Übersteiger außen, außen. Linker Fuß steht, rechte Innenseite tickt den Ball rüber, rechter Fußball in der Luft. Nochmal, das war etwas verunglückt. Innenseite, Fußball in der Luft. Statt jetzt mit außen mitzunehmen, steige ich mit rechts nach rechts rüber, den links vorbei. Oder für die Linksfüßer, Innenseite, Übersteigen mitnehmen. Auch diesmal gegen meine Freundin Dicke Bertha. Ich führe den Ball. Innenseite rübersteigen mitnehmen oder mit links das Ganze. Innenseite rübersteigen. Oh, das war Ronaldo 1. Nochmal das Ganze mit Ronaldo 2. Ich führe den Ball drauf zu. Innenseite rübersteigen, rechts vorbei. Das ist die Variante für Linksfüßer. Viel Spaß mit Nachüben.